Hallo, meine liebe Jungfrau, ich bin Tanja und das ist dein Tarotkarten-Reading für November 2024. Du hast hier eine sehr interessante Konstellation. Ich habe ein paar Mal grinsen müssen, wo die Karten herausgefallen sind. Definitiv hast du in deiner Vergangenheit irgendetwas gehabt, was für dich sehr schwer zu ertragen war. Das war ein Verlust, eine Schreckensmeldung, das war etwas, das dir wehgetan hat und wo du gesagt hast, mein Gott, da muss ich jetzt echt mich ein bisschen zurückziehen und brauche ein bisschen Heilung, ein bisschen Abstand von der ganzen Sache, weil das hat dir wirklich sehr wehgetan. Es kann sein, der Verlust einer Beziehung, der Verlust eines Haustiers, der Verlust einer geliebten Person, eines Jobs, das kann alles Mögliche sein, aber es hat dir ein bisschen den Teppich unter den Füßen weggerissen. Das Gute ist, diese Sache ist jetzt ein für alle Mal vorbei. Wir haben hier nämlich die Sonne, das Rad des Schicksals und auch noch die Welt. Das heißt, es sind aus dem Kartendeck drei große Arkana gefallen. Und das musst du mir jetzt einfach glauben, denn ich habe diese Karten natürlich vorher gemischt und dann geschaut, was kommt denn für die Jungfrau da heraus. Ich persönlich bin sehr froh drüber, denn ich bin eine Jungfrau im Aszendent. Das heißt, ich freue mich sehr darüber, dass wir hier drei große Arkane haben. Die Sonne ist die große Arkana vom Löwen, beziehungsweise überhaupt von allen Sternzeichen, die Feuerzeichen sind. Ja, also Widder, Löwe oder Schütze. Das ist eine sehr begünstigende Energie. Das ist Freude. Ja, absolute Lebensfreude. Da wird im November etwas auf dich zukommen, das dich so glücklich macht. Ja. Das kann alles Mögliche sein. Ja, das kann sein, dass du die Zusage für irgendeine Hilfsleistung erhältst, zum Beispiel für ein Stipendium, für ein Studium oder so. Es kann sein, dass du die Zusage für eine Wohnung erhältst. Es wird auf jeden Fall im November eine ganz positive Nachricht auf dich zukommen hier. Und diese Nachricht, da fühlst du dich wieder wie ein Kind. Ja, also man ist happy wie ein Kind. Das kann auch sein, dass du eine Liebesbeziehung findest, wenn du auf der Suche nach Liebe bist, wo du sagst, mein Gott, ich fühle mich bei dieser Person, als wäre ich wieder ein Teenager. Ja, weil das so schön und so nett mit der Person ist. Das heißt, hier hat man Freude, hier hat man, ja, man fühlt sich lebendig, ganz einfach. Mit dem Rad des Schicksals kommen Dinge in Bewegung, die vorher stagniert sind. Das heißt, wenn du ewig lang gewartet hast auf eine Antwort, ja, mal angenommen, du hättest irgendeinen Test gemacht, ja, einen medizinischen, und du wartest auf die Antwort, ja, habe ich jetzt was oder habe ich jetzt nichts oder was ist die Diagnose, was ist es denn jetzt? Jetzt kommen die Dinge wieder ins Rollen. Das heißt, jetzt kriegst du endlich Informationen, jetzt kommen endlich Ergebnisse heraus, ja, wo du sagst, ma, auf das warte ich schon ewig. Und dieses ins Rollen kommen, das sieht man hier, also dieses Rad, das dreht sich, ja. Natürlich in einer zweidimensionalen Darstellung kann man das so nicht sehen, aber dieses Rad soll sich eben drehen. Das heißt, das ist auch das Rad von Gut und Böse. Das heißt, wenn man selber Gutes ins System eingespeist hat, kommt auch Gutes raus und so weiter, ja. Bitte das nicht so zu verstehen, so quasi, wenn dir etwas Schlechtes passiert, dann wäre es deine Schuld. Absolut nicht, natürlich, ja. Das ist völliger Schwachsinn. Das ist eine totale Fehlinterpretation vom Law of Attraction, ja. Das kann man so nicht sagen, sondern jeder sollte sich einfach innerhalb seines Rahmens und innerhalb seiner Möglichkeiten darum bemühen, so positiv wie möglich aufzutreten und so vielen Menschen wie möglich ein positives Gefühl zu geben. Aber natürlich ist das nicht mit allen Menschen möglich. Ja, es gibt Menschen, die kommen in dein Leben und sind von Anfang an bösartig, aggressiv und haben negative Pläne. Da kann man natürlich nicht einfach lieb und nett sein zu denen und dann glauben, die gehen wieder weg. Im Gegenteil, ja, die bleiben dann erst recht da, weil sie merken, oh, den kann ich ausnehmen, der ist blöd. Also bitte, wir sollten hier nicht alle unsere sozusagen unsere Intelligenz beim Fenster rauswerfen, sondern wir sollten schon unterscheiden, was ist denn jemand, der wirklich in meinem Leben ist, wo man sagt, das ist ein gegenseitiger Austausch, oder wo ist es eigentlich so, dass ich die ganze Zeit nur ausgenommen wäre. Auf diese Leute kann man natürlich gerne verzichten, ja. Aber das war jetzt ein Schwenk, der ganz woanders hingegangen ist, als wie eigentlich das Rad des Glückes sagt, ja, weil das Rad des Glückes ist ja auch für Glück hier und zuständig. Das heißt, vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht spielst du 2 € im Lotto oder was und gewinnst dann 8 € oder so, keine Ahnung. Also, das sind so Sachen, wo ich sage nicht, dass du Glücksspiel machen sollst, sondern ich sage nur, da kann es zu glücklichen Ereignissen kommen, wie zum Beispiel, dass du zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, um die richtige Person kennenzulernen, die dir in deiner persönlichen Lage weiterhelfen kann. Ja, das ist zum Beispiel auch hier angezeigt. Mit der Welt, ja. Und das ist sehr interessant, dass diese beiden Karten hier zuletzt gefallen sind, weil ich möchte dich darauf aufmerksam machen, dass wir hier dieselbe Symbolik in den vier Ecken haben, okay? Die vier Ecken, ja, dieser Karten, die beherbergen dieselbe Symbolik, aber in anderer Zeichnung, ja? Der Löwe, der Stier, ja,
diese vier Ecken, die stehen für die vier Elemente, für Feuer, Erde, Luft und Wasser. Ja? Hier bei der Welt ist es so, die Welt, da sieht man ein Tor und da schreitet eine Dame durch und die schreitet hier ohne Kleidung durch, weil das ist quasi eine neue Geburt. Ja, man fühlt sich wie neu geboren. Deswegen ist auch dieses Kind hier nackert auf diesem Pferd drauf, weil man fühlt sich quasi neu geboren. Man steigt in ein neues Leben ein. Ein alter Lebenszyklus endet und wir beginnen einen neuen. Ja, und das wird eben durch diese Nacktheit oder Wiedergeburtssymbolik dargestellt. Ja. Das heißt nicht, dass du im November irgendwo nackert auf der Straße rumläufst. Nein, die Tarotkarten, die kann man nicht wörtlich nehmen. Nein, nein. Jedenfalls dieses Tor hier, das du durchschreitest, das kann sein, dass du ein neues Studium beginnst, dass du einen neuen Beruf anfängst, dass du etwas Neues lernst, dass du eine neue Beziehung beginnst, was auch immer. Ja, es ist hier Neues angezeigt. Und diese vier Ecken hier, diese vier Elemente, die stehen dafür, dass du in deinem alten Lebenszyklus bereits alle deine vier Lektionen von Feuer, Wasser, Erde und Luft bestanden hast. Ja? Wofür stehen im übertragenen Sinne die vier Elemente? Ja? Das Feuer, das steht für die Leidenschaft. Die Luft steht für die mentale Kraft, die Gedanken, die Kommunikation, die Sprache. Die Erde steht für Verbundensein mit der Erde, für materielle Güter wie Geld, Haus, Auto. Und was haben wir noch nicht gehabt? Das Wasser. Und das Wasser steht für die Emotionen, für das Verarbeiten von Gefühlen, all diese Dinge. Ja? Und du hast in allen vier Bereichen des Lebens hast du deine Lektionen gelernt. Und das ist der Grund, warum jetzt dieses Tor offen ist für dich im November, um in dein neues Leben einzusteigen. Und dein Krafttier, das haben wir hier ja auch noch, das ist der wundervolle Rabe. Also wenn dir irgendwo ein Rabe, und damit meine ich nicht eine Krähe, sondern ein Rabe begegnet, dann weißt du, aha, diese Symbolik sagt mir, erinnere dich an dieses Tarotkarten-Reading, was du da gehört hast und hör es vielleicht nochmal an. Hier steht drauf, Kraft der Magie, hohe Intelligenz, Verschwiegenheit, hellseherische und heilende Kräfte. Ja, also was wir hier sehen, ist ein violetter Stein. Ja, das könnte zum Beispiel ein Amethyst sein. Der wird dir wahrscheinlich in diesem Monat sehr helfen. Das heißt, wenn du eine Halskette oder Ohrringe mit diesem Stein zu Hause hast, wäre das vielleicht gar nicht so unklug, sich den mitzunehmen oder den ab und zu mal anzuziehen. Krähe ist auf jeden Fall für dich ein Glückssymbol, egal wo sie auftaucht, ob das auf einer Werbetafel ist oder in real. Ja, wenn du sie siehst, weißt du, passt, ich bin am richtigen Weg. Ja, ist eine gute Confirmation. Und hellseherische, heilende Kräfte. Du kannst vielleicht gewisse Sachen voraussehen, ja, und dich besser schützen vor gewissen Ereignissen. Ja. Raben sind übrigens super, super gescheit. Was die machen, ist zum Beispiel, wenn die irgendetwas finden, was ihnen besonders gut gefällt, ja, sagen wir eine Münze, eine glitzernde Münze, und sie wollen die unbedingt aufheben und sie wissen aber nicht, wem sie in der Gruppe vertrauen können, denn die leben ja in Gruppen zusammen, dann vergraben sie sie irgendwo so, dass die anderen das sehen. Und dann setzen sie sich hin und warten. Und dann sehen sie, wer geht als Erster hin und versucht, es auszugraben. Und dann wissen sie, aha, das ist die Krähe in meiner Gruppe, der kann ich am wenigsten vertrauen. Also die Krähen sind so gescheit, dass sie sogar andere Leute testen in ihrer Gruppe. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Die entwickeln Vertrauenstests, ja. Also wirklich hohe Intelligenz hast du offenbar und diese Intelligenz setzt du auch ein, um dich vor gewissen Dingen zu schützen, die möglicherweise noch passieren könnten. Ja, mit diesem wundervollen Schutz aus der geistigen Welt entlasse ich dich jetzt in das neue Monat. Falls es dir gefallen hat, lass ein Like unterm Video, abonniere den Kanal und wir sehen uns bald. Tschüss!